Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Linkels Abenteuer in Breath of the Wild. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und du hast eine Aufgabe für uns, Lilula, zu Füßen von Sela aufgestellt. Oh, der Hylianer, der Prinzinon geholfen hat. Toll. Gegen den Prinzen stinkst du natürlich ab, aber wenn du willst, kannst du mir ja reden. Willst du reden? Was singst du da? Welcher Prinz? Ich liebe singen. Auch das Lied vom Reckenfest habe ich mir gemerkt. Soll ich dir das Lied vom Reckenfest mal vorsingen? Okay, gut, es geht los. Das Reckenlied. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt, zu Füßen von Sela aufgestellt. Glanzvolles Licht eine Prüfung erhält. Was der Text bedeutet, weiß ich nicht. Aber ich werde beim nächsten Reckenfest singen. Molden sollte das Fest vorbereiten, aber er hat noch gar nichts getan. Warum wohl? Ob er vergessen hat, dass das seine Aufgabe ist? Das Lied des Reckenfestes. Oh, das ist eine neue Aufgabe. Kann ich eigentlich mal auswählen? Linky, Vorsicht. Wo ist denn der Kollege? Mal auf der Karte gucken. Ach, da drüben. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Dahin, dahin und dann hier oben weiter, ne? Ich wollte mich eigentlich heute um den Hinox kümmern. Aber okay, wir gucken mal, was der zu sagen hat hier. Oh, was ist das denn? Nee, Bomben möchte ich nicht auswählen. Tut mir leid. Ein Sora-Schwert haben wir hier noch. Und ein Sora-Schild. Sora-Schild, kann ich das mitnehmen? Nö, kann ich natürlich alles nicht mitnehmen. Habe ich noch irgendwie eine sinnlose Waffe? Ich mag diese großen Waffen ja gar nicht, ne? Die haben natürlich... Das Sora-Schild. Tja, da muss das Kleine halt da dran glauben. So, jetzt wollen wir mal sehen. Was hast denn du hier gemacht? Du solltest doch das Fest vorbereiten. Molden, du bist es wirklich derselbe Linkel wie vor 100 Jahren. Diesmal hast du volltreffliche Arbeit geleistet. Mifas Seele ist uns nun allen... nun denn, so langsam sollten wir mit... wieder Gedanken darum machen, wie ich die Zeremonielanze wiederfinde. Die sogenannte Zeremonielanze ist die Lichtschuppenlanze, die wir beim Reckenfest zu Ehren Mifas verwenden, beziehungsweise eine Nachbildung derselben. Ich wollte die Zeremonielanze von Dento reparieren lassen, aber sie ist mir von der Brücke gefallen. Da sie nicht echt war, ist es eigentlich nicht so schlimm. Ich werde Dento bitten, eine neue für uns anzufertigen. Wenn jemand sie bergen würde, so könnte er sie eigentlich behalten. Okay. Okay. Ach, da drüben ist hier das runtergefallen. Naja, großartig. Bei den Wasserfällen. Vielleicht sollte ich da mal schauen gehen. Ach nee, Moment. Die ist ja... Eigentlich ist die ja hier runtergefallen. Eigentlich ist die ja hier runtergefallen, ne? Da ist doch das Ding. So. Ja, ich komme noch nicht ganz ran. Okay. Oh, die sieht gut aus. Machen wir erstmal ein Foto. Zeremonielanze. Eine Nachbildung von Mifas berühmter Lichtschuppenlanze. Sie ist äußerst kaum vom Original zu unterscheiden. Aber Angriffskraft und Haltbarkeit sind deutlich geringer. Okay. Ich muss wohl oder übel die Wächterlanze wegschmeißen. Okay, jetzt haben wir die. Jetzt müsste ich eigentlich wieder nach oben, ne?
komme hier aber nicht zurück. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Mann. Oh Gott, ich sterb hier, ich sterb hier. Schaffe ich es bis zu dem Wasserfall, dass ich hier nach oben gleiten kann? Aber was ist mit der Zeremonielanze? Oh, da muss ich doch eine Schuppe eigentlich da bringen, ne? Muss noch mal schauen. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt zu den Füßen von Sela aufgestellt. Die Lichtschuppe. Ja, du, was gibt das? Deine Lanze, das ist tatsächlich die Zeremonielanze, aber gut, du kannst sie behalten. Und möchtest du mich etwas fragen? Die Zeremonielanze ist nicht ganz so stark wie die Lichtschuppenlanze, aber besitzt sonst die gleichen Fähigkeiten. Laut deiner Überlieferung soll sie die Lichtschuppenlanze der Heldin zu ihrer Prüfung geführt haben. Ich glaube, das Lied des Reckenfestes geht auf die Überlieferung zurück. Kinder singen dieses Lied ganz gerne, vielleicht findest du ja eines, der dir den Text verraten wird. Ich habe schon ein Kind gefunden, was mich das Lied singen lässt und... Das Wild nehme ich mit. Vielleicht soll ich aber auch die Zeremonielanze hier auf den... vielleicht ist hier ja so eine Schreinprüfung, aber... Ich denke mal eher, das ist eine Sternschnuppe, oder? Obwohl, nee, Moment. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt, zu den Füßen und Seele aufgestellt. Glanz das Licht der Prüfung erhält. Tja. Ich habe eine Idee, wie das funktionieren könnte. Ich steig mal hier nach oben auf. Und dann springe ich einfach da drauf mit der Lanze in der Hand. Vielleicht habe ich ja dann das Glück, dass sich die Schreinprüfung hier auftut. Genau das dachte ich mir nämlich. Da ist unser nächster Schrein. Das ist aber ein Belohnungsschrein. Aber das ist nicht so schlimm und wir wollten eigentlich ja zur Akala-Festung. Aber das machen wir. Wir haben unsere Module jetzt verbessert und wir nehmen natürlich noch mit, was hier drin in dem Schrein ist. Nach Athenor wollte ich auch. Das Lied des Reckenfestes geschafft. So eine Schleichschnecke. Dum, 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 dum. Der Kiki-Schrein. Aktivieren und am Eintreten. Es müsste aber eigentlich theoretisch gesehen nur ein Belohnungsschrein sein, weil wir ja die Schreinprüfung bestanden haben. Ja, der Kikis Segen. Hundert silberne Rubine, na gut. Aber wichtiger ist ja das Zeichen der Bewährung. Du hast die Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Sehr schön. Gut. Wir haben schon 29 Schreine gemacht. 5 Zeichen der Bewährung haben wir. Und ein paar Herzen. Und jetzt könnten wir theoretisch gesehen zu der Akala-Festung gehen. Und dann ist dort in der Nähe ja auch das Akala-Institut. So, dann müssen wir mal schauen. Eigentlich müssten wir zu dem schreien. Ja.
Okay, wir gehen zu dem Schrein und dann würde ich sagen Richtung Akala-Festung. Könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. Die befindet sich nämlich dort oben, der Turm. Und die Akala-Festung, ich glaube, da sind Wächter ohne Ende. Und wie gesagt, mit der Sora-Rüstung kann ich ja auch diese Wasserfälle nach oben schwimmen. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich lasse mich jetzt hier einfach fallen. Und dann schwimme ich hier. Na komm schon, komm, nicht ertrinken. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Ich habe keine Ausdauer mehr. Habe ich nicht noch irgendwas zu essen, was mir ein bisschen Ausdauer gibt? Hier haben wir noch einen Ausdauertrink. Komm, den trinken wir jetzt. Ja, sonst stürze ich ins Wasser und bin... Und die Nacht des Blutmondes ist auch nah. Ja, da ist er. Alle Monster, die wir getötet haben, erwecken wieder. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Tja, ich bin auf der Hut. Und der Leuen ist auch wieder da. Und keine Energie mehr. Na toll. So, aber ich sollte ja jetzt ohne Probleme eigentlich da nach oben kommen. Uah, hier sind Skelette. Ich muss weg. Oh Gott. Oh mein Gott, der speit Feuer. Oh Mann. Der hat mir ja gleich 4,5 Herzen abgezogen. Heftig, heftig. Okay. Süd-Akala-Brücke. Naja. Erst machen wir nach oben, würde ich sagen. Ach, eigentlich wollte ich da auch zu dem komischen... Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, hier oben. Bin total verkehrt. Ich bin total verkehrt, merke ich gerade. Aber okay. Ich bin total verkehrt. Aber vielleicht haben wir ja Glück und... Hier oben gibt es den Krog, den ich mir markiert habe. Wo ist denn eigentlich die Festung? Hä? Bin ich jetzt... Irgendwie... Ach, dort... Nee, Moment. Hä? Eine Maxi rüber. Und... Komm her, Krog. Ich krieg dich. Mann! Aber deswegen bin ich gerade trotzdem ein bisschen sprachlos. Wo ist denn bitteschön die Festung? Da drüben ist die. Mann, ich bin irgendwie total in die verkehrte Richtung gegangen gerade. Aber vielleicht habe ich die Möglichkeit von hier oben... relativ weit darüber zu segeln, dass ich den Turm erwische. Da geht's nämlich los. Fliegende Wächter, wenn die uns sehen, greifen die uns an. Ist nämlich gar nicht so einfach. Ich meine... Oh, oh. Nicht ruckeln. Ach, kein Mist. Mann, bist aber... Komm mal her, ja. Oh, der schlägt mich aber. Jetzt ist er weg. Okay. So, eine Mobkeule. Meine Waffentasche ist voll. Wie komme ich bitteschön dort rüber? Also ich kann ja nicht, theoretisch gesehen jetzt voll hier drüber fliegen. Das Problem ist, wenn... Oh, oh, hier ruckelt's. Ich hoffe doch mal, das ist nicht...
Ist nicht standardmäßig so, dass das hier so ruckelt. Ich muss ja eigentlich nur irgendwie dort hochkommen. Ja, ich merke schon. Ich muss ganz schnell weg, bevor diese komische... Oh Gott. Bevor diese hässliche Drohne hier kommt. Und dann kann ich den Turm hier freischalten. So, Ruinen der Akala-Festung. Okay. So, hier sieht's ganz gut aus. Schaffe ich das hier hochzuklettern? Oh mein Gott. Oh. Boah, das war knapp. Die hat mich nicht gesehen. Die hat mich nicht gesehen, die Drohne. Aber ich höre Monster. Linkel, bitte mach keinen Mist hier. Und ich sehe aber den Turm. Moment. So, mit Elektropfeilen sieht das ganz gut aus. Ich könnte natürlich auch Bombenpfeile nehmen. Oder ich probiere mal das Stasis-Modul aus, weil damit kann ich die ja auch... Damit kann ich die auch einführen, ne? Okay. Puh. Eure Monstermaterialien nehme ich alle mit. Das Ding habe ich noch nicht. Was ist denn das? Stachelmob-Lanze. Speichere ich. Habe ich noch genug Fotos? Ich denke mal schon. Eine Mob-Lanze, die das Horn eines Tieres als Spitze verwendet. Primitiv gefertigt, doch schön gefährlich. Und Knochenbockbogen. Nehme ich auch mit. Und die antike Schraube selbstverständlich auch. So, einen Hammer hatte ich, glaube ich, auch noch. Hier ist aber nur Steinsalz drin. Okay. Komme ich hier nach oben? Ja. Hier ist definitiv erstmal der Turm. Okay, der sieht aber ziemlich eklig aus hier. So. Du bist weg. Hier könnte ich kochen. Hier ist ein verrostetes Schild. So, wie komme ich jetzt herüber? Der Turm ist voll mit diesem hässlichen Schleim. Ich muss auf die Drohnen aufpassen. Also wie gesagt, den Turm holen wir noch in der Folge. Und dann ist die Folge leider schon wieder vorbei. Ich könnte natürlich auch mal einen anderen Bogen nehmen hier, ne? Der ist viel zu gut eigentlich. Okay. Jetzt kann ich das hier nach oben holen, aber was nützt mir das? Gut, dann komme ich hier rüber. Akala-Turm. Ich bin in den Schleim rein. Akala-Turm. Nützt mir hier aber gar nichts. Doch, das nützt mir was. Ich kann das Ding ja mitnehmen. Hallo? So, und dann komme ich hier rüber. Und dann sollte ich den... Sollte ich den bezwingen können eigentlich? Dachte er... Oh Mann, wie komme ich denn da hoch? Also von hier aus nicht. Was? Wo hänge ich denn jetzt fest hier? Ach du Scheiße. Okay. Halle, Julia. Das war... nicht gut.
Und du frierst mich ein, du... So. Die ist zerbrochen. Und du bist aber auch platt. Nützt mir aber immer noch nicht so richtig was hier. So, wenn ich jetzt dort rüber komme, komme ich dann höher? Linke. Gibt's da nicht. Ich muss mehr so eine Augen zerstören. Aber ich sehe ja keine Augen hier. Schwierige Angelegenheiten. Jetzt fängt sie noch an. Jetzt fängt sie noch an blitzen. Na, großartig. 100 silberne Rubine. Großartig. Wo ist dieses hässliche Auge, was ich hier kaputt machen muss? Dass ich auf den Turm hier hochkomme. Knochenbockstock. Okay, den habe ich jetzt zwar. Na toll, jetzt rutsche ich hier noch im Regen ab, ne? Toll. Ich komme aber hier nicht weiter hoch. Gefährlich. Warte mal, hier ist doch... Kann ich hier nicht rasten? Ach, die Scheiße. Nee, nee. Stachel, Bock, Dings, Bogentasche ist voll. Ah, ich sehe auch nicht dieses hässliche Auge. Ich sehe auch nicht das hässliche Auge, was ich... Okay, okay. Das war nicht so gut. Ach nein. Nicht in den Schleim rein. Linkel, was machst denn du? Boah. Komme ich hier auch nicht mehr rüber. Mann, 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 Mann. Wie gesagt, irgendwo muss es hier ein Auge geben, was ich zerstören kann. Ich komme ja nicht da hochgeklettert. Und den Schleim selber kann ich nicht. Und hier ist der Anfang, wo ich hergekommen bin. Keine Ausdauer mehr. Ach, Mann. Ah. Schleim. 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 Oh, wenn ich jetzt hier durch... Okay, ich muss nur bis hier hochkommen. Ich muss nur bis hier hochkommen. Komm, ich klettere durch den Schleim. Puh. Das sollte es eigentlich gewesen sein, denke ich mal. Okay, also das machen wir noch und dann, wie gesagt, ist der Part zu Ende. Okay, die letzten 10 Meter. Oh, hier wird's kalt. Hier wird's kalt, aber ich ziehe mich jetzt nicht um. Ich will einfach nur nach oben kommen, den Turm aktivieren und dann
Ja, und Mifas Gebet wurde auch schon einmal eingesetzt jetzt. Puh, das war heftig. Na dann, Schikastein einsetzen. Schikastein erkannt, Schikaturm wird aktiviert. Wow. Richtig nice. Eine richtig schöne Umgebung hier. Und einen neuen Teleportziel. Puh. Das war auf jeden Fall eine Qual, hier nach oben zu kommen. Ich wollte eigentlich den Part gar nicht so lang machen, aber... Ja, wir können im nächsten Part, denke ich mal, dann zu Robello gehen, dem Forscher in Akala. Und da gibt es dann antike Materialien. Zum Beispiel ein antikes Schwert, eine antike Rüstung, glaube ich. Und hier müsste eigentlich auch eine Quelle der großen Fee sein. Da brauchen wir aber da ein bisschen Geld. Okay, aber das hat geklappt. Und dort unten sehe ich einen Schrein. Ich weiß, Linkel, du frierst. Aber damit musst du jetzt leben. Jetzt muss ich schauen, wo ist die Quelle der großen Fee? Die müsste, glaube ich, da sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das müsste Taburasa sein. Hier müsste die Quelle der großen Fee sein. Und dann habe ich hier irgendwo noch... Was ist das hier? Welcher Schrein? Welches Licht ist das? Das blaue. Ach, da habe ich ja schon den Schrein markiert. Dann kann ich die ja löschen, die Markierung. Und dann... Ist dort rüber. Ja, Linkel, ich weiß, du frierst. Ich möchte gern wieder runter. Die Frage ist die Richtung oder da zum Stall? Lass mal was essen, ne? So, jetzt frieren wir nicht mehr. Jetzt haben wir nämlich einen Kälteschutz für 8,5 Minuten. Aber den brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich könnte mich eigentlich zu dem Schrein teleportieren lassen. Also gehe ich jetzt noch zu dem... Oh, da unten ist auch noch einer. Na, dann nehme ich erst den. Der ist ein bisschen näher, denn hier unten ist auch ein Stall. Bestimmt der Stall von Akala. Ja, Schrein in der Nähe, ich weiß. Also machen wir den Schrein. Da hinten den Schrein. Und dann... Ja, passt das schon. So. Auf jeden Fall wird es hier warm. Und die Quelle der großen Fee, die kostet, glaube ich, 1000 Rubine. Sehr schön. Mizu Kafu Schrein. Erstmal als Teleportziel aktivieren. Und im nächsten Part machen wir dann hier weiter, wenn es euch... Moment. Erstmal noch eine andere Rüstung anziehen. Das Reckengewand, ja. Das sieht viel cooler aus. Und ja, das Kletterarmband. Ich lasse erstmal das. Dann würde ich sagen, machen wir hier im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Nein! Rette mein Volk und meine Tochter Zelda.